Die 87 plus Icon SPC ist rausgekommen und das bedeutet, wir machen heute 11 mal Icon Packs entscheiden mein FIFA 23 Team. Ich habe die SPC auch schon fast abgeschlossen und der erste Spieler wartet schon darauf, in dieses Team hier reinzukommen und die Kapitänsbinde anzuziehen. Ey, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass EA ein WM Icon Pack rausbringen wird. Falls ihr dazu ein Video sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Schaffen wir heute für dieses Video 6000 Likes, Freunde? Lasst auch gerne noch ein kostenloses Abo da, dann verpasst ihr keine Videos oder Streams mehr. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins erste Icon Pack. Ey, diese Packs, die liebe ich. Die lieben wir doch alle, oder nicht? Icon Packs immer Liebe. Und damit fangen wir auch direkt an mit dem ersten Icon Pack, Freunde. 11 Stück werden wir heute wieder ziehen. Und 11 Stück werden wir heute wieder mein Team entscheiden. Und der erste, der ins Team kommt, ist Bastian Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Das ist auch irgendwie ein Spielertyp, der bei der WM fehlt, ne? Und es ist sogar der mittlere Schweinsteiger und nicht der Baby, denn man kann ja beide Versionen aus diesen Packs ziehen. Wir nehmen den mittleren mit. Und damit ist der erste Spieler drin. Bastian Schweinsteiger, unser Kapitän. Und der kann die Rolle auf jeden Fall gut übernehmen. Boah, ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall ein sehr teures Team. Ich bin gespannt, welche Icons hier am Ende drinstehen werden. Lass uns gar nicht so viel rumlabern. Lass direkt das zweite Pack angucken. Ich bin heute heiß. Ihr merkt, ich will die Icon Packs sehen. Und das zweite Pack ist auch direkt ready. Der Mann ist reich. Er hat 3,5 Millionen Coins auf dem Tacho. Junge, ein reicher Mann hier am Start. Was denn? Brasilien! Oh mein Gott, Rechtsverteidiger! Oh mein Gott! 90 rated Carlos Alberto. Mir fällt jetzt erst auf, man kann ja auch Pelé mit und so ziehen, ne? Digga! Wenn wir einen von denen hier heute sehen werden, ne? Ich bin dann zwar pleite in FIFA, aber wir haben dann einen richtig geilen Spieler. Und Carlos Alberto ist auch ein richtig geiler Spieler. Passt. Und Carlos Alberto kostet unfassbar viel. Was? Ah ja, der kann ja auch Innenverteidiger und so zocken, ne? Hier, 640.000 Mücken. Nimm wir mit. Nimm wir mit. Nimm wir mit. Nimm wir mit. Ey, diese Brasilien-Flagge. Hoffentlich sehen wir die später auch bei mir in meinem Pack. Okay, da hatte ich gerade schon wieder einen kleinen Anfall gehabt. Carlos Alberto ist drin. Ich freue mich sogar über den. Den kann ich dann alternativ einsetzen. Entweder Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger. Er bleibt jetzt erstmal auf Innenverteidiger, weil ich ihn mir als Innenverteidiger gekauft habe. Wie oft habe ich gerade Innenverteidiger gesagt? Nächster Spieler. Alle guten Dinge sind drei, jetzt einen richtigen Kracher, okay? Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass jetzt ein unfassbarer Kracher um die Ecke kommt. Gib mir eine geile Nation. Spanien, Butra. Butra Gueno. Ey, Raul. Digga, Bundesliga-Legende. Der alte Raul. Raul. Der war doch bei Schalke, ne? Der hat bei Schalke sogar full rasiert. Mittlerweile Schalke ja nicht mal so gut drauf, aber... Damals hatten die was drauf, Junge. Und Raul sowieso übertrieben heftiger Spieler in FIFA, ja. Auf welchen Positionen kann Raul denn noch spielen? Warte, war das der mittlere schon wieder? Das war wieder der mittlere, ne? Raul ist auch im Team und der kann MS und ST spielen. Dann gehe ich mal in die 4-3-2-1. Und dann sieht das Ganze doch schon wieder relativ nice aus. Schweinsteiger fürs Mittelfeld. Dann kam Innenverteidiger, Carlos Alberto. Und jetzt kam ein Angreifer, Raul. Nice, haben wir auf jeder Position schon mal einen stehen. Und es geht ins nächste Icon Pack. Let's go. 87 plus Base or Mid. Basis oder mittleres Icon Pack. Diese Packs sind so cool, ne? Warum sind Icon Packs so cool eigentlich? Jeder macht diese Icon Packs. Und man hofft immer drauf, dass was Geiles rauskommt. Oh. 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 Gerd Müller. Wo ist der? Komm raus. Bitte komm raus. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Die deutsche Legende Gerd Müller wird heute in meinem Team spielen. Guck mal, wie gechillt er ist. Guckt euch an, wie gechillt er ist. So ein cooler Typ, ne? So gechillt. Er weiß einfach, er ist es. Er weiß einfach, Top-Scorer ist er. Top-Scorer. Boah, ich merke gerade, die Icon-Packs sind eigentlich schon relativ teuer, ne? Man muss echt einen Kracher ziehen, damit sich das gelohnt hat. Was habe ich eben für mein Icon-Pack bezahlt? Ich weiß es gar nicht. Aber... wir hatten schon ein paar Kracher. Gerd Müller ist auf jeden Fall cool. Würde ich sagen, ist ein W. Genauso wie Carlos Alberto ein W ist. Also bis jetzt, ja, Digga, ich bin zufrieden. Wenn es so weitergeht, kann ich mich nicht beschweren. Wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Oh, und mein Pack, das muss richtig scheppern. Das muss krachen. Und da sind wir schon im nächsten Pack. Wir sind direkt drin. Es geht hier Pack auf Pack auf Pack. Brasilien, komm, 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 komm. Nicht wieder Carlos Alberto. Es ist Gott sei Dank nicht wieder Carlos Alberto. Den hätten wir sowieso nicht nochmal spielen können. Deswegen ist es super, dass es Cafu ist. Jetzt haben wir Carlos Alberto und Cafu zur Auswahl. Aber zweimal die Brasilien-Flagge und zweimal Verteidiger. Was kommt als nächstes? Drittes Mal Brasilien? Wieder Verteidiger? Roberto Carlos oder was? Aber Cafu, teuer. Auch teuer. Cafu? Digga, Junge, wie teuer ist Cafu? 850.000?
Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Habe ich ihn gerade zu teuer gekauft? Das kann doch nicht sein, dass Cafu 850.000 wert ist. Ja, okay, er hat auch 90 Tempo. Aber er kann nur Rechtsverteidiger spielen. Warum kostet der 850.000? Und Carlos Alberto kostet 640.000. Der kann beides. Habe ich gerade einen Fehlkauf gemacht? Ich gucke auf den Markt. Ah, der billigste ist bei 880. Das heißt, wir haben sogar einen guten Trade gemacht. Passt. Yo, die Brasilianer da hinten. Die Brasilianer. Jetzt will ich aber wirklich Roberto Carlos haben, damit ich so diese ganze Brasilien-Abwehr beisammen habe. Das wäre wild. So, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes für eine Nation? Italien. Italien, Italien. ZDM. Die Italiener, ja, dieses Jahr leider nicht bei der WM dabei. Gattuso. Was ist mit den Jungs da passiert? Wie ist das passiert? Italien, so eine krasse Nation, so eine krasse Defense immer, so krasse Spieler. Wie kann es sein, dass die nicht bei der WM dabei sind? Das passt irgendwie nicht zusammen. Und dann sind da so irgendwelche Mannschaften dabei, wo man sich so denkt, wow, wie sind die dabei? Egal an alle Italiener, ich weiß, ihr seid gebrochen, aber denkt einfach dran, nächstes Jahr, wahrscheinlich nächstes Jahr, in 4 Jahren dann hoffentlich wieder, hoffentlich. Also wirklich hoffentlich. Gattuso ist der nächste Spieler. Kann der ZM? Perfekt, der kann ZM. Dann formen wir ihn auch direkt um. Super. Wie viele fehlen noch? 1, 2, 3, 4, 5 Spieler nur noch. Dann ist das Team schon full. Fullständig. Wow. Und es geht weiter. 87 plus Base or mit Icon Pack. Komm schon, Junge. Gib was Geiles. Brasilien wie? Nein, 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 nein. Es ist passiert. Es ist passiert. Es ist passiert. Wir haben einen Gewinner. Wir haben einen Gewinner. Egal, was heute noch passiert, was das ganze nächste Jahr an diesem FIFA passiert, wir haben einen Gewinner. Er hat nicht irgendeinen Spieler gezogen. Er hat R9 gezogen. Und damit ist er durch. Wir gucken nach, was R9 wert ist. Wir gucken nach, was R9 wert ist. Wir gucken nach, was er wert ist. Er hat einen Spieler gezogen für 6,7 Millionen Coins. Er ist durch. Er ist durch. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass hier heute jemand R9 zieht. Was? Und das Krasse ist, der hätte ja auch Baby sein können. Das ist ja ein Baby oder Midpack. Und dann kommt einfach der Mittlere raus. Ey, ich krieg gerade ein Déjà-vu. Das war doch bei mir letztes Jahr genauso. Ich habe doch auch R9 gezogen aus so einem Pack. Stell mal vor, aus meinem Pack passiert gleich dasselbe. Ich ziehe ihn nochmal. Und dann kann ich meinen Tradable R9, den ich damals für 10,2 Millionen gekauft habe, verkaufen. Junge, Junge, aber ich träume gerade zu viel. Wir machen jetzt erstmal weiter und gucken am Ende, was ich dann gezogen habe. Am Ende werde ich eh wieder gebrochen sein, wie ich mich kenne. Obwohl, ich habe in letzter Zeit krasses Packluck. Wer weiß, wir gucken. Oh mein Gott, ich schwöre, ich bin jetzt so gehypt auf diese Packs. Jetzt bin ich noch mehr gehypt als vorher schon. Und die Packs waren ja vorher schon gut. Warum sind die so krass? EA hat ja richtige Gönnerhosen an. Hullet. Ah, ich dachte Kreuf oder Hullet. Bergkamp. 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 Und ich denke, da kommt ein Hullet und ein Kreuf um die Ecke. Wow, yo, das war ja los. Scheiße. Haben die überhaupt die ZM-Position? Ich weiß gar nicht. Kein Plan. Scheiß drauf. Bergkamp wird geholt. Hä, was kann der für Position? Der war im ZM, jetzt kann der auf einmal RF zocken. Der kann RF, ZM und ST. Scheiße, wir brauchen eine Position, eine Formation. Ey, ich glaube, den kriege ich nicht gelinkt. Ich glaube, den kriege ich hier nicht reingelinkt ins Team. Ich glaube, der muss auf Off-Shimmy spielen. Schade. Naja, der erste, immerhin. Haben wir bis jetzt alle auf Full bekommen. Ja, okay, passt. Und weiter geht's. Ich kann mich zurücklehnen, Digga. Ich habe alles gesehen heute. Ich habe alles gesehen, was ist Deutschland schon wieder. Linksverteidiger Philipp Lahm. Und ich glaube, das ist diesmal die Baby-Version mit 87, oder? Ich glaube, 89 hat die mittlere und 91 die Prime oder so. Aber Baby Lahm, 88 Tempo, 85 Defending, passt auch richtig gut ins Team und wir brauchen noch einen Linksverteidiger. Deswegen, über Lahm kann man sich auch nicht beschweren, den holen wir. Und Philipp Lahm kostet sogar fast 300.000 Münzen, also ist gar nicht so schlecht. Ich bin ehrlich, der kann doch, glaube ich, auch Rechtsverteidiger, ne? Ja, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, selbst ZDM kann der. Hier spielt er aber Linksverteidiger heute. Wow, vorletztes Pack, nee. Ich werde langsam nervös, ich sage ehrlich, ich werde nervös, scheiße. Vorletztes Pack. Wir gehen rein. Ins nächste Icon Pack. Komm, öffne. Jupp, das Pack geht auf. Das Pack geht auf. Das Pack geht auf. Mexiko, Stürmer. Wir haben schon genug Stürmer, Brudi. Sanchez. Hör auf, so einen scheiß Gangnam-Style-Tanz zu machen. Du hast gerade verkackt. Wir brauchen keinen Stürmer mehr. Ich hätte einen Innenverteidiger gebrauchen können. Ich habe gar keinen Innenverteidiger gezogen. Gott sei Dank kann Carlos Alberto Innenverteidiger, aber das bringt mir nichts. Und der tanzt da so rum wie so ein falscher Profi. Was will er von mir mit seiner Pracht da auf seinem Kopf, Digga? Sieht aus wie... Ja, scheiß drauf, ich lasse ihn in Ruhe. Er hat nichts getan. Hugo Sanchez. Mann, Mann, Mann. Freunde, seid ehrlich. Bisschen sehe ich aber aus wie Hugo Sanchez, oder nicht? Ja, doch. Bisschen.
Kommt hin. Ich merke gerade, wir haben keinen Innenverteidiger und wir haben auch keinen Torhüter. Aber ich will in meinem Pack keinen Torhüter ziehen. Dann spiele ich lieber ohne Torhüter heute. Aber Hauptsache, ich ziehe was Gutes. Außer Fandasa oder so. Der ist, glaube ich, sogar gut. Wir holen uns unser Pack ab. 87 plus Base mit Icon Pack ist da. Wir haben gesehen, was man ziehen kann. Dann wollen wir mal sehen, was der gute Wakes Flex aus seinem Pack zieht. Natürlich Nose Pack. Gib mir was. Gib mir was. Spanien? Torwart? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Als ob ihr weiß, dass ich hier so ein Video aufnehme und noch kein Torwart hab. Und ich rede gerade noch über ein Torwart und ich ziehe den Torwart. Es ist immerhin mit Casillas. Ist der was wert? Ich habe keinen blassen Schimmer. Der könnte 100k kosten, der könnte aber auch 400k kosten, so wie er da langläuft. Wie so ein Typ, der nicht weiß, was er gerade zu tun hat hier. Walkout, wie? Ich bin Walkout. Casillas, super Torhüter. Hat super gespielt immer. Auch verdiente Icon bekommen. Und er kostet 180k. Ich bin gebrochen. Ich bin gebrochen. Es kracht. Es kracht, Mann. Naja, immerhin ist einer da draußen glücklich. Derjenige, der den R9 gezogen hat, ich gönn's dir vom ganzen Herzen. Ich hätte ihn auch gerne mitgenommen, aber besser du als keiner von uns. So ein Ding ist das. Und wir haben einen Torwart. Wir müssen uns das gut reden. Wir haben einen Torwart. Jawohl. Erstbesitzer. Untauschbar. Komm, wir gehen in ein Weekend League Game. Weekend League Gegner sind immer so eine Sache, ne? Die können krasse Teams haben. Also eigentlich haben alle krasse Teams, aber die können richtig... Nein. Ey, wir haben vielleicht den Ehrenmann der Nation am Start. Wir haben vielleicht den Ehrenmann der Nation... Nein, 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 er drückt Start. Nepenthes, das ist ein YouTuber. Wenn du das Spiel jetzt verlässt, Nepenthes, bei 0-0, dann... Nein, 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 Nepenthes. Das ist ein YouTuber, bei Gott, das ist ein YouTuber. Nepenthes, den kennt man doch. Ist der live? Ist der live? Mach ein Eigentor, Nepenthes. Mach ein Eigentor. Er macht ein Eigentor. Er ist der Gönner der Nation. Ja, ich skippe den Jubel, wie es sich gehört. Und er drückt Start, wie es sich gehört. Witzig. So einfach kann es laufen, Freunde. Ja, die Weekend League Points nehmen wir mit. Ey, ey, ey. Der Typ ist gerade live und die reden hier über mich. Die schreiben Unlimited Icon Glitch. Hey, there was all turned icons. Ey, normalerweise würde ich jetzt noch ein Spiel spielen, aber ich glaube, das ist ein perfektes Ende. Wir haben mit diesem Full Icon Team ein Sieg geschenkt bekommen. Wenn ihr auch ein Sieg geschenkt bekommen wollt, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace.